Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Foundation. So, letzte Episode haben wir viele Dinge versucht und alles ist gescheitert. Nein, Quatsch. Also ganz so schlimm ist es nicht. Aber wir müssen jetzt echt gucken, dass wir hier so langsam mal Kurve kriegen. Denn im Moment ist das noch nicht der Fall und das finde ich jetzt nicht so gut. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, dass wir hier schön weiter abholzen. Und ich hoffe, dass die das tun, aber hey. Wer weiß. Ich glaube, ich werde zur Sicherheit mal hier sagen. Hört mal auf, hier abzuholzen. Achso, das habe ich sogar hier schon gesagt. Krass. Okay. Und fangen die jetzt auch hier mal an aufzuforsten? Irgendwie ja nicht, ne? Wenn man hier noch einen Förster einstellt. Ich hoffe, dass das dann irgendwie so unser Problem löst. Aber da müssen wir mal gucken. So. Dann wurde ich im letzten Kommentar noch hingewiesen und gleich mal kurze Info. Ich springe jetzt quasi so in die Vorabaufnahmen. Das heißt, wenn ihr heute einen Kommentar macht, dann kann das gut sein, dass ich das die nächsten Folgen schlichtweg nicht umsetzen kann. Da ich jetzt mal gucken muss, dass ich hier so langsam Vorlauf generiere. Denn in 20 Tagen bin ich nicht da. Und das halt eben für ganze 3 Wochen. Das heißt, ich muss jetzt dringend mal so langsam in den Vorlauf kommen für die Produktion. Das ist jetzt ja schon, ja, im Endeffekt das, was ich schon produziert hatte, ist vorher gefressen worden, dadurch, dass ich halt krank war. Weil mir die Stimme versagt hat. Also ich bin quasi jetzt wieder so richtig drin und muss ich auch sein. Denn sonst fehlen tatsächlich die Folgen. Und deshalb werde ich nicht immer sofort auf das Zeug, was ihr dann schreibt, reagieren können. Und ab einem gewissen Zeitpunkt wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Wobei hier die große Frage ist, wie viele Folgen quasi so hier noch Foundation so in sich hat. Wie gesagt, mein Ziel war ja, also auf 500 möchte ich auf alle Fälle kommen. Und dann bin ich tatsächlich am Überlegen, das halt einfach sein zu lassen. Und dann wieder reinzugucken, wenn sich wieder ein bisschen was getan hat. Sprich, wenn ein großer Content-Patch gekommen ist. Und ich hoffe, dass da was kommt. Und mir wird einiges einfallen, was man da machen könnte. Und ich muss ganz kurz niesen. Ach ja. Wer liebt es nicht? Ah, so, meine arme Nase. Also irgendwie ist momentan echt so der Wurm drin. Aber gut. Jammern hilft auch nicht. Das heißt, wir werden uns jetzt bemühen, dass da alles läuft. Dass ich gut hier in die Vorproduktion komme. Und dann mache ich in Klammern 3 Wochen Pause. Zumindest 3 Wochen Pause quasi von YouTube. Und Streaming. Aber ich habe natürlich trotzdem noch weiter zu lernen für mein Fernstudio. Das heißt, es ist keine wirkliche Pause. Aber hey, that's life. So, ich glaube, er blinkt die nächsten Werkzeuge. Und dann sollte das hier auch passen. Haben wir nämlich das hier fertig, weil ich hoffe, dass es irgendwie funktioniert. Aber ich habe so das Gefühl, dass irgendwie, ne, hier ist überall was drin. Na, da jetzt nicht. Da jetzt natürlich auch nicht, das war wieder klar. Ja, auf alle Fälle habe ich das Gefühl, dass wir nicht so recht hinterherkommen, aber hier auch nicht die Leute wirklich viel arbeiten. Denn du siehst hier die meiste Zeit tatsächlich fertige Felder, die endlich mal geerntet werden könnten. Aber die Heinis machen hier nichts. Wieso hat der jetzt... Alter. Das treibt mich schon wieder in den Wahnsinn. So, jetzt. Hämmer mal noch ein bisschen. Boah, so jetzt kriegen wir so langsam richtig die Probleme. Aber so richtig. Die kommen halt gar nicht mehr hinterher. Wie sieht's denn mit der Kleidung? 12 Dorfbewohner fehlt es nur an der Kleidung, aber an der Nahrung fehlt das ganz massiv. Das ist doch... Wieso kommen die nicht mehr hinterher? Das verstehe ich nicht. Also wir haben hier ja Leute, die müssten eigentlich arbeiten und Sachen abernten und tun und machen. Aber ich habe so das Gefühl, dass das irgendwie nicht so recht funktioniert. Und das ist halt auch richtig blöd, wenn wir nämlich unser Zeug nicht verkaufen können. Dann bedeutet das wiederum, dass wir halt auch pleite gehen. Wie ihr gut sehen könnt.
Das macht dann halt auch einfach schlichtweg das Bauen irgendwie relativ schwer. Ein paar haben Probleme mit der Kleidung, aber es ist tatsächlich hauptsächlich das Essen. Okay, also fangen die wirklich so das Meckern an, wenn wir hier nicht ein fettes Polster haben. Ich werde gleich mal ganz kurz in den Handel reinchecken. Okay, kein Handel, das habe ich schon eingestellt. Das ist gut. Das ist schon mal gut. Ein Gesandter bittet um eine Audienz. Oh ja. Das machen wir natürlich, denn so wie es aussieht, haben wir im Moment viel zu wenig Zeug. Und viel zu wenig Zeug zu haben, bedeutet wiederum, dass wir dann kaum Steuereinnahmen haben, weil wir das Zeug nicht verkaufen können. Das ist ein Problem. So, und so langsam scheint das hier zu werden. Hier wird das nächste Haus gebaut. Das ist doch schon mal gut. So, hier mal einen Brunnen. Dann würde ich vielleicht hier unten tatsächlich noch so einen Brunnen ransetzen. Einfach so zur Sicherheit. Denn wir haben ja auch festgestellt, dass sie super schnell meckern, wenn sie halt nicht genügend Trinken bekommen. Wartet mal, wo haben wir denn hier den Brunnen? Da ist der Brunnen. Vielleicht sollte ich den hier so... So, bauen wir hier einen Brunnen hin. Zwei neue Dorfbewohner sind da. Das wundert mich eigentlich, dass aktuell noch Leute reinkommen wollen. Nachdem wir ja offensichtlich nichts zu... Hier haben wir wieder was zu essen. Es ist verwirrend. Sehr, sehr verwirrend. So, jetzt haben wir natürlich keine Kleidung wieder mehr. Ah, Mann. Kommt, Leute. Baut hier hinten mal ein bisschen. Fällt das Holz. Haben wir eigentlich Leute drin in dem Holzfäller-Camp? Haben wir. Aber die machen halt nichts, ne? Nice. Was passiert hier gerade? Das sind ja jetzt echt viele Leute, die hier rumeiern. Oh Gott. Ich habe die Vermutung, dass die quasi mitbekommen haben, hey, hier ist noch was zu essen. Und dann kommen sie hier hin, um das Essen hier zu kaufen. Weil bei ihren Märkten... Oh shit, das ist tatsächlich so. Nee, hier ist auch noch was. Glaubst du nicht, ey. Was wird natürlich nicht verkauft? Hier, diese Kräuter. Dann haben wir auch keine Kleidung mehr. Also so langsam geht das hier irgendwie alles den Bach runter. Ich werde jetzt also die nächsten Folgen irgendwie versuchen, dass wir... Ja, dass wir wieder Land sehen. Aber ich habe die Vermutung, dass das nicht nur eigene Dummheit ist, sondern hier tatsächlich jetzt aktuell noch ein paar KI-Probleme vorkommen. Klar kann man natürlich immer... shit. Klar kann man das natürlich immer irgendwie halt auf die KI schieben, aber... Im Moment glaube ich schon, dass hier irgendwas im Argen ist. Und ich glaube noch nicht so recht dran, dass das Problem wirklich komplett bei mir liegt. Sondern ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die halt oft nicht mehr arbeiten. Weil hier, schaut mal... Wir haben hier Zeug, das eigentlich abgeerntet werden müsste. Es kommt aber halt einfach quasi niemand, der hier mal wirklich erntet. Das ist doch lächerlich. Jetzt passiert was. Ein bisschen, ne? Aber die kommen quasi hierher und dann hauen sie zwei so Dinge rein und dann gehen die schon wieder. Das ist definitiv ein KI-Problem. Schon allein wahrscheinlich wegen der weiten Wege. Da wird irgendjemand, der hier wohnt... dann bis komplett da hinten runterlaufen müssen. Oder wenn es noch viel schlimmer kommt, muss jemand von hier dann da irgendwie rüber und dann dort arbeiten. Und ich glaube, das ist das Problem. Sprich, die KI schrottet sich, glaube ich, aktuell selbst. Und das ist nicht so gut. Denn eigentlich müssten wir ja hinterherkommen mit der Produktion. Wir haben genügend Leute. Oder zumindest in der Theorie genügend Leute, die hier arbeiten sollten. Hier zum Beispiel. Keiner arbeitet. Niemand.
Hier ist niemand. Die kommen wirklich nur und dann machen sich jetzt zwei, drei so Dinge und dann gehen die wieder. Dann müssen sie wieder ihre Bedürfnisse befriedigen. Ich meine, so kommst du halt nicht voran. Was willst du denn so auch machen? So, wie sieht's denn hier aus? Hier haben wir Fisch drin. Den holt niemand ab. Das ist... Ich versteh's nicht. Ich versteh's wirklich nicht. Wir sollten mal einen Blick auf die Warnliste werfen. Ja, 21 haben wir davon aktuell. Warum? Weiß ich nicht. Komm nicht hinterher. Hier ist das gleiche Problem. Wir haben Felder. Jede Menge. Aber kaum jemand arbeitet hier und erntet es ab. Also... Das treibt mich echt ein bisschen in den Wahnsinn. Aber da scheint man im Moment wenig machen zu können. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich erstmal warten, dass das hier so langsam in die Gänge kommt. Dass sie das Zeug abholzen und dann können wir hier zumindest anfangen. Warte mal, nein. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Wir müssen hier irgendwie was tun. Wir können jetzt nicht nur zusehen, wie hier alles irgendwie die Macht runtergeht. Wir bauen jetzt hier schon mal ein Lagerhaus hin. Dann bauen wir hier ein Lagerhaus hin. So, zwei Lagerhäuser. Das ist schon mal gut. Und in denen werden wir dann dafür sorgen, dass Getreide gelagert wird. Und Brot und Co. Und dann müssen wir hier vielleicht ein, zwei Bäcker hinmachen. Die Alternative ist natürlich, ich konzentriere hier auch Bäcker. Also ich wollte auf alle Fälle nicht mehr als zwei Windmühlen hier hinstellen. Na, wir probieren das jetzt einfach mal. Wie könnte es sich schon mal einen Auftrag geben? Schlichtweg, solange wir noch Geld haben. Ich behalte natürlich alles für mich. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen warten, bis wir wieder so 200 Kröten haben. So, jetzt haben wir also schon mal das. Dann. Bäcker. Bäcker, 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 Bäcker. Bauen wir mal eine Bäckerei hier hin. Die nächste Bäckerei dann irgendwie dahin. Und ansonsten ist dann hier alles voll mit Weizenfarmen. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwie... Ja, dass das so wird. Das passt schon. Wir gucken jetzt einfach erstmal. Wir gucken jetzt erstmal. Wir lassen das ganz langsam bauen. Wir haben ja jetzt hier keinen Stress, was das angeht. Die Leute verhungern halt nur, aber das macht nichts. Sieht's denn hier aus? Kriegen wir hier wenigstens was los? Hier kriegen wir zumindest die Bären los. Und wir kriegen gelegentlich mal ein paar Brote geliefert. Das ist schon mal gut. Fisch kriegen wir komischerweise gar nicht. Also irgendwie ist das alles sehr komisch. So, wie sieht hier unser Aufforstungsprogramm aus? Ja, hier passiert was. Wenn der Förster jetzt natürlich hier noch hingehen würde und da noch. Warte mal, da aufzuforsten ist vielleicht ein bisschen Käse. Denn im Wasser wird sicherlich nichts wachsen. Das wissen wir von unserem Unterwasserwein. Unterwasserwein, Quatsch. Unterwasserweizen. Da habe ich offensichtlich noch irgendwie was gesagt. Okay. Na, schauen wir mal, wie es wird. Schauen wir doch mal, wie es wird. Hier tut sich also schon mal was. Wenn die jetzt mal so sagen würden, hey, wir klatschen das hier weg oder wir kümmern uns hier vernünftig drum, dann wird es hier wirklich auch vorwärts gehen. Ich hab's im Gefühl. Aber gut.
Ich glaube, wir müssen im Moment einfach sehr geduldig sein. Es hilft ja alles nichts. Langsam und Stück für Stück wird sich hier schon das Zeug jetzt erledigen. Na, immerhin bauen sie immer wieder mal. Gucken wir mal, ob wir hier in die Gänge kommen. So. Wie sieht's hier hinten aus? Wir haben hier weiterhin super viel Weizen. Keiner erntet. Das ist, glaube ich, das Grundproblem. Das ist das Grundproblem, denke ich. Wir haben das Pech, dass die Leute halt einfach irgendwo da oben wohnen und dann dahin tangeln müssen und dann machen die hier nichts mehr. Das heißt, die KI rafft nicht, dass es vielleicht klüger wäre, die Leute, die hier arbeiten, hier wohnen zu lassen. Und das ist das Problem. Ja. Hier, der hat immer was in der Hand. Wie viel trägt er denn gerade? Und schaut mal. Ganz großer Nahrungsmangel. Wie sieht es hier im Allgemeinen aus? Na, uns fehlt einfach das... Ja. Wir kriegen leider nicht genügend Getreide geliefert, obwohl in der Theorie hier eigentlich genügend wäre. Tja, aber wenn es halt niemand einsammelt, was willst du tun, ne? Da sind wieder Leute am Arbeiten. Das sind, glaube ich, aber auch noch die Bauernhöfe vom Anfang. Sprich, da wohnen die Leute auch noch in der Nähe und da scheint es zu gehen. Aber das, was wir neu gebaut haben, wie hier und hier, naja, das geht wohl eher so leidlich. Aber gut, wir müssen jetzt halt einfach ein bisschen warten. Bis wir hinten so langsam in die Gänge kommen. Ich werde jetzt hier zur Sicherheit nochmal niemand zuweisen. Weil wir haben im Moment einfach nicht so viele Leute. Das heißt, wir können uns das jetzt gar nicht leisten, dass wir Leute an irgendwelche Arbeitsstellen irgendwie zuweisen, wo halt im Moment nicht wirklich was gehen wird. So, was wollen wir jetzt hier lagern? Lagern wäre hier Weizen ganz gut. Dann Mehl. Dann Brot. Dann Wolle. Hier lagern wir dann Weizen. Brot. Kleidung. Stoff. Weil wir ja hier hinten dann auch noch ein paar Schäfchen und so weiter rumlaufen lassen wollen. Das ist der Grund. So, und ich glaube, so langsam kommen die hier voran. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Da wird irgendwie ganz langsam aufgeforstet, aber leer sehr langsam. Was sagt die Warnliste? Die Warnliste sagt jetzt, dass wir endlich mal unseren Honig loswerden. So wie es also aussieht, hält der uns ein bisschen über Wasser. Das heißt, wir sollten jetzt hier auf alle Fälle, glaube ich, noch eine weitere Imkerei dazu bauen. Damit wir einfach mehr verkaufen können. Was zum... Okay, da ist wohl ein neuer Bug reingekommen. Faszinierend. So, warte mal. Wir haben ja gesagt, dass wir hier aufforsten, ne? Stellen wir einfach hier hinten noch jemand hin. Interessant. Interessant. Lassen wir die Leute da mal bauen. Und dann gucken wir, wie es später am Ende wird. So, wie sieht es jetzt hier aus?
Langsam aber sicher kriegen wir das hier hin, dass unsere schöne neue Infrastruktur hier steht. Das heißt, wenn wir das dann hier wirklich noch mit den Bäckern irgendwie hinkriegen, nicht mit den Bäckern, sondern mit den Farmern, dann geht es hier, glaube ich, gut voran. Denn eigentlich sollten zwei Dinger und zwei Bäckereien ausreichen. Oben Brunnen müsste ich vielleicht noch hinbauen, damit die nicht so weit gehen müssen. Hier. Ein unglücklicher Dorfbewohner verlässt uns. Ja, ich weiß, dass ihr nicht glücklich seid. Dass ihr ganz große Probleme habt, was die Nahrung anbetrifft. Aber ich bemühe mich wirklich. Ich bemühe mich wirklich. Aber wie hieß das immer? Er hat sich bemüht. Er hat sich stets bemüht oder irgendwie so? Tja. Das klappt nicht immer, ne? So. Jetzt müssen wir hier irgendwie jemand Imker zuweisen. Genau. Genau, jetzt haben wir hier wieder zwei neue Imker. Das ist gut. Schaut euch das an. Das hat es wirklich verschoben. Tja, da ist wohl ein Bug reingekommen. Amüsant. So, was sagt uns das jetzt? Ich stecke fest, während ich nach Fishing House ging, okay. Jetzt ist wieder alles gut, okay. Ich denke, die kommen hier irgendwie nicht ran oder so. Nee, die kommen hier nicht ran. Okay, mussten wir das halt abreißen. Ist halt so. Kannst du nichts machen. Weil sie da keinen Weg mehr hinfinden. Naja, ich sage jetzt nichts dazu. Weil das mit den Wegfindungsschwierigkeiten, das habe ich ja schon x-mal angesprochen. Tja, das wird noch richtig knifflig. Gesandter kommt. Jetzt verlassen wieder mehr Leute das Dorf. Wasser fehlt ihm. Das ist ein ernstes Problem, aber gut, wir gucken mal. Schicken wir die Leute los. Wir behalten weiterhin alles für uns. Ich bin gespannt. Aber wenn es so weitergeht, dann nützt uns das hier eigentlich gar nichts mehr, weil wir nicht mehr genügend Leute haben, weil die ständig jetzt gehen. Wobei das natürlich jetzt hier wieder so ein bisschen den Druck entlastet. Oh Gott, das mit der Kleidung wird das nächste Problem. Wir müssen gleich mal schauen, ob wir da gut noch hinterherkommen. Sprich, hat's hier die Leute erwischt? Ach so, warte mal. Es gibt auch die Jobliste. So, wir müssen mal gucken. Ach, das ist okay, dass wir da weniger Bergmänner haben. Brauchen wir sowieso nicht so viele. Was halt wichtig ist, dass wir immer genügend hier einen Träger, da weisen wir wieder jemand zu. Alter Falter. Sammlerhütte, da brauchen wir auch noch einen mehr. Hier. Unglaublich. Gerade die Leute brauchen wir ja. Und die unsere Nahrung sammeln. So, wie sieht's denn sonst aus? Steiner zugewiesen, das ist ganz okay. Bauer, 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 Bauer. Ein Müller. Da brauchen wir auch noch einen mehr. So, ich hoffe, dass wir jetzt irgendwie so langsam das kompensiert haben. Von den Leuten, die gegangen sind. So, dann schauen wir mal, ob ich jetzt irgendwie hier wieder... Ja,
vorankommen. Aber es sieht nicht gut aus. Es sieht tatsächlich nicht gut aus. Wobei man sagen muss, dass hier zumindest diese Insel, oh, die erblüht so langsam. Schon süß. Wird hier Zeug verkauft? Wird es? Aber zum Beispiel sowas wie Brot kannst du knicken. Das kommt hier einfach nicht an. Das kommt hier einfach nicht an. Und hier geht es ganz langsam voran mit dem Bau. Aber, und das ist richtig gut, es wird immer mehr abgeholzt. So, was fehlt uns hier jetzt noch? Eigentlich nur noch ein paar verbliebene Schläge und hier auch. Und dann haben wir das Zeug auch schon mal fertig. Ja, das ist doch ein Ding. Und was ich noch nicht so richtig verstanden habe, ist, dass die halt hier so einzeln mal ein paar Bäumchen stehen lassen. Aber da kannst du wohl nichts machen. Na gut. Ich würde einfach mal sagen, ich beende die Folge an der jetzigen Stelle und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was. Und ciao.